Um das Thema Migration geht es heute auch im Deutschen Bundestag. Die FDP hat eine Aktuelle Stunde beantragt, in der über den Masterplan von Horst Seehofer gesprochen werden soll. Aber es geht auch um die Änderung des Parteiengesetzes. Und in Berlin ist unser Kollege Erhard Schärfer für uns vor Ort. So ist das. Und die Parteien, insbesondere die Koalitionen, haben dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir wissen ja nach Artikel 21 Grundgesetz, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Das bedeutet natürlich auch, das Ganze muss finanziert werden. Parteien sind komplizierte und umfangreiche Organisationen. Das fängt auf der kommunalen Ebene an und endet auf der Bundesebene. Und das kostet nun mal Geld. Ein Teil davon kommt rein durch Mitgliedsbeiträge, aber auch durch Spenden. Aber ein großer Teil, nämlich ungefähr die Hälfte, kommt auch aus dem Staatssäckel. Das ist die sogenannte staatliche Teilfinanzierung. Die steigt in der Regel so um 2%. Das ist dann der sogenannte Inflationsausgleich, der da angesetzt wird, indem die Kosten für Parteiarbeit steigen. Aber in diesem Jahr reicht das, beziehungsweise im nächsten, reicht das offenkundig nicht, denn die Koalition hat hier vorgeschlagen, doch etwas größeren Zuschlag zu bekommen. Das gilt dann zwar für alle Parteien, weil es gibt einen Gesamttopf mit einer Maximalgröße, aber wie gesagt, der soll eben von 165 Millionen auf 190 etwas steigen. Das macht statt 2% dann 15% im nächsten Jahr. Das hat für allerlei Unmut gesorgt und deswegen lohnt es sich, darüber zu reden. Und deswegen freue ich mich, dass Dietmar Nietan bei uns ist. Nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Schatzmeister der SPD und dadurch nicht ganz unbeteiligt an dem, was wir hier gleich diskutieren werden. Und Jan Korte ist bei uns, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion. Guten Morgen Ihnen beiden. Bevor wir das besprechen und deswegen die große Herausforderung an unsere Zuschauer, merken Sie sich alles, was ich eben gesagt habe. Das wird gleich wieder Thema. Wir müssen gucken auf das, was hier gerade hinter den Kulissen passiert und gestern hier auch auf offener Bühne ausgetragen worden ist. Was ist Ihre Einschätzung dessen, was da gerade innerhalb der Union passiert? Also meine Einschätzung ist, dass die CSU von einer unglaublich irrationalen Angst getrieben bereit ist, die Stabilität der Regierung zu gefährden, um sich mögliche Vorteile für eine bayerische Landtagswahl zu verschaffen. Ich halte das für absolut verantwortungslos. Ich hoffe, dass die Kanzlerin hier Klarheit schafft. Und man muss feststellen, zurzeit ist der einzig verlässliche, ruhende Pol dieser Regierung die Sozialdemokratie. Ich hätte, glaube ich, als Sozialdemokrat nichts anderes geantwortet. Herr Kauer, da bin ich aber nicht. Sie als Linksfraktion haben gefordert, eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Was erwarten Sie sich davon? Ja, wir haben ja offenbar eine Regierungskrise und es ist ja das Mindeste, dass die Bundeskanzlerin hier mal dem Parlament und der Öffentlichkeit sagt, was da eigentlich passiert. Denn offensichtlich gibt es ja innerhalb der CDU-CSU-Fraktion gibt es ja offenbar einen Putschversuch der Rechtsaußenkräfte der CSU, die gnadenlos durchziehen und ihre Politik weitermachen, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Und wenn jemand hauptverantwortlich ist für den Aufstieg der Rechten, der AfD, dann ist das die CSU mit der Kamikaze-Politik, die sie macht. Und deswegen wäre es sinnvoll, wenn die Bundeskanzlerin heute vielleicht mal klar was dazu gesagt hätte. Das sind wirklich irre Zeiten. Ganz kurz noch, wem schadet, wem nützt dieser Streit? Also dieser Streit schadet der parlamentarischen Demokratie, denn man geht davon aus, dass drei Parteien, wenn sie eine Regierung bilden und einen Koalitionsvertrag haben, damit für ihr Handeln Klarheit schaffen. Und auch in dem jetzt in der Union strittigen Punkt, wie man eine vernünftige Asyl-Flüchtlingspolitik macht, gibt es klare Verabredungen im Koalitionsvertrag. Also eigentlich muss man nur den Koalitionsvertrag abarbeiten und nicht solche wirklich schlimmen Machtspiele machen. Dieselbe Frage auch an Sie nochmal. Ja, das kann man natürlich als SPD, die im Moment gar nichts macht, natürlich einfordern. Aber ich denke, auch die SPD wäre jetzt mal gefragt zu sagen, wie lange will sie das eigentlich weitermachen? Will die SPD eigentlich allen Ernstes weiter mit dieser CSU-Truppe in einer Koalition sein? Ich finde, das müsste die SPD mal beantworten, wie lange sie das eigentlich noch mitmachen will. Also ich finde, das macht wirklich große Sorge, was hier gerade passiert. Das Klima in dieser Gesellschaft wird in einer Form vergiftet, wo alle Menschlichkeitsstandards also wirklich runtergerissen werden. Und ich finde, die CSU, die vor zwei Wochen überall die Kruzifixe aufgehangen hat in den Amtsstuben, die sollte sie ehrlichkeitshalber wirklich vollständig wieder abnehmen. Denn das hat mit Nächstenliebe, mit einem vernünftigen Umgang nichts mehr zu tun. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass Söder den Innenminister Seehofer so in der Hand hat und ihn zwingt, mit Blick auf die Wahlen diesen Kamikaze-Kurs durchzuziehen. Das ist wirklich schon ganz schön erbärmlich.
Und an der Stelle davor, zumindest also in 1, 2, 3 Sätzen davor, sind Sie offenkundig ja einer Meinung. Deswegen, das Ganze wird uns weiter begleiten, wahrscheinlich die nächsten Tage, können Sie mich sicher sein. Dann gucken wir auf den anderen Streit, nämlich den Streit ums Geld für die Parteien in diesem Fall. Warum die Erhöhung des staatlichen Anteils der Parteienfinanzierung gerade jetzt und warum in diesem Umfang, Herr Nitan? Also der Umfang sind eine Erhöhung von rund 15%, weil wir feststellen müssen, dass die digitale Demokratie eine riesige Herausforderung stellt. Wenn Sie sich das anschauen, mittlerweile werden teilweise Wahlen in bestimmten Staaten über die Frage, wie in den sozialen Medien agiert wird, entschieden. Und wir müssen feststellen, dass die Feinde der Demokratie diejenigen sind, die in diesem Bereich, wenn ich das mal so martialisch sagen darf, richtig aufgerüstet haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Parteien, wenn sie ihren Auftrag, den sie ja genannt haben, eben aus dem Grundgesetz richtig umsetzen wollen, dann müssen sie für die digitale Welt besser ausgerüstet sein. Und das erfordert am Ende auch hohe Investitionen, die über das übliche Maß dessen, was wir immer investieren, in demokratische Arbeit hinausgehen. Jetzt haben Sie sich dagegen positioniert, auch als Linksfraktion. Da frage ich mich, wieso eigentlich? Sie schwimmen doch auch nicht im Geld. Na, das ist wahr, weil wir als Linke zum Beispiel keine Spenden der großen Konzerne bekommen, worauf ich im Übrigen sehr stolz bin. Wir sagen wirklich kategorisch nein, aus drei Gründen, wie das Ganze abläuft. Also den Mindestlohn einzuführen hat in etwa 10 Jahre gedauert, man muss es sich vorstellen. Und innerhalb von 9 Werktagen wird jetzt die Anhebung der staatlichen Parteienteilfinanzierung um 15%, das muss man sich mal reinziehen, hier durch das Parlament gejagt. Das ist überhaupt nicht angemessen und zufällig ist auch noch WM seit gestern. Das ist alles kein Zufall. Wir haben einen konkreten Vorschlag gemacht, zu sagen, wir sind für die staatliche Teilfinanzierung, gar keine Frage. Und wir haben den Vorschlag gemacht, einen runden Transparenztisch zu machen unter Vorsitz des ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, um all diese Fragen öffentlich zu diskutieren. Nur so geht es. Das, was Sie machen, heute die Große Koalition, das beschädigt nicht nur Sie selber, sondern das beschädigt das Ansehen der Demokratie insgesamt. Muss ich bei Jan Korte erstmal schnell noch mal nachfragen, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, geht es Ihnen gar nicht um die Erhöhung im Prinzip, sondern einzig und allein um das Verfahren. Das heißt, die Erhöhung auch mit der Begründung, die Dietmar Nitan hier gerade angeführt hat, da hätten Sie gar nichts dagegen. Doch, da habe ich was dagegen. 15%, das kannst du doch wirklich keinem Menschen mal erklären. Und ich glaube auch, die Digitalisierung ist nun wirklich nicht der Grund, sondern es hat was mit Wahlergebnissen zu tun. Und mein Tipp wäre, dass die SPD eine bessere Politik macht, dann kriegst du bessere Ergebnisse und dann kriegst du auch mehr Kohle aus der Partei. Finanzierung, das wäre, fände ich, der saubere Weg. Ich habe gesagt, wir sind offen darüber zu diskutieren, wie machen wir das in Zukunft mit den Unternehmensspenden. Ich bin für ein Verbot. Da sollten wir einen großen Wurf machen. Und so wie das hier gemacht wird, das ist wirklich nicht gut. Und das ist exakt das, was die Leute so sehr annervt an dem, wie das hier abläuft. Dann gucken wir auf das Verfahren, das Sie da tatsächlich gewählt haben. Das war ja wirklich eine Hauruck-Aktion. Ich glaube, mit Anfang vergangener Woche wurde das überhaupt erst mal bekannt, was Sie da im Schilde führen. Dann haben Sie es Freitag in den Bundestag eingebracht. Diesen Montag war eine Anhörung und heute soll zweite, dritte Lesung sein. Also das ist schon sehr schnell. Ja, das ist sehr schnell und ich kann das nachvollziehen, was die Opposition sagt, würde ich wahrscheinlich als Oppositionspartei auch machen, aber ich will auf einen Punkt hinweisen. Aber es ist Ihnen ein bisschen auch egal, oder? Nein, egal ist es uns nicht. Ich sehe eine Dringlichkeit, weil ich eben merke, was passiert in der Meinungsbildung und wer da im Moment sozusagen in der Vorderhand ist in den sozialen Medien. Aber nochmal, ich will das unterscheiden wollen. Erstens, es ist so, dass wir um einen konkreten Punkt reden, die Obergrenze. Es geht nicht darum, in komplizierten Verfahren ganz viele Dinge am Gesetz zu ändern. Da wäre ich der Letzte, der nicht sagt, das muss in Ruhe und mit Anhörungen und nochmal Anhörungen gemacht werden. Es geht um einen Punkt. Und ich finde, den kann man auch in einer so kurzen Zeit, weil er für mich klar ist und wichtig ist, machen. Aber um das auch zu sagen, der Hinweis vom Kollegen Korte, dass es noch viele andere Dinge gibt, wie man das Parteiengesetz transparenter, besser machen kann, der ist richtig, das will ich ausdrücklich sagen. Und gegen einen solchen runden Tisch viele Aspekte des Parteiengesetzes noch mal zu durchleuchten, sperre ich mich nicht. Aber diese eine Sache halte ich wirklich für wichtig, weil wir handlungsfähig werden müssen im Kampf um die Demokratie. Aber wo ist die Dringlichkeit, Herr Nitan? Irgendwie ist keine Gefahr im Verzug. Irgendwie, es kommt auf 14 Tage nicht an, es kommt auch auf 4 Wochen nicht an. Also das verstehe ich nicht. Sie haben recht, es kommt nicht auf 14 Tage an, es käme auch nicht auf 14 Wochen an. Aber für mich ist das so klar, worum es hier geht und warum wir das machen müssen, dass ich es für verantwortbar halte, das auch in einem kurzen Zeitraum zu machen.
aber normalerweise oder jetzt, ja gut, jetzt machen Sie mal. Ja, es ist wirklich eine absurde Argumentation. Und das Hauptproblem ist da wirklich, wie kommt das eigentlich bei den Leuten an? Und das Verfahren ist so, dass wir am Dienstag in der PGF-Runde erklärt bekommen, wir wollen das jetzt machen. Dann wird es am Mittwoch eingebracht und dann wird, das will ich schon nochmal sagen, wird behauptet, das wäre mit den Oppositionsfraktionen abgesprochen, das ist schlicht gelogen gewesen. Und dann sagt man, wir machen eine Sachverständigenanhörung und die sollen das am Wochenende mal machen. Und eins ist ja interessant, in der Sachverständigenanhörung haben drei Sachverständige gesagt, das ist grob verfassungswidrig. Das glaube ich übrigens auch, denn in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus den 90er Jahren wird explizit darauf hingewiesen, dass die Teilfinanzierung sich daran orientieren muss, dass die Funktionsfähigkeit der Parteien gewährleistet ist. Kann doch nicht allen Ernstes sagen, selbst beim Zustand der SPD, dass die Funktionsfähigkeit der Partei nicht mehr gegeben ist. Ich finde, so geht das wirklich nicht, weil das ist nicht nur ein Problem jetzt von denjenigen, die das einbringen, sondern das ist ein Problem für diesen Bundestag als Gänze. Wir fragen ihn direkt danach, nach der Funktionsfähigkeit. Es gibt auch den Einwand aus der Anhörung am vergangenen Montag, dass jemand gesagt hat, dass, wo Sie sagen, Sie brauchen Geld für die Digitalisierung, kam auch der Einwand, ja gut, wenn man die Digitalisierung erstmal hat, spart man auch eine Menge Geld. Aber zunächst mal zu dem Einwand von Jan Korte. Also noch einmal, ich bin der festen Überzeugung, es geht hier um einen klar umrissenen Punkt. Ich teile die Meinung nicht, dass das verfassungswidrig ist, aber Sie wissen, wie das ist. Drei Juristen, fünf Meinungen. Sie finden zu jeder Meinung eine juristische Ausarbeitung und am Ende müssen sich Menschen darüber klar werden, ob sie das vor dem Verfassungsgericht klären wollen. Ich sehe das erstmal mit einer gewissen Gelassenheit, weil ich wirklich den Punkt sehe. Und zum anderen nochmal, es muss darum gehen, die Funktionsfähigkeit der Parteien ist nicht der Punkt. Wenn wir sie als rein mechanisch sehen, können die noch ihre Parteitage machen, funktionieren die noch, verteilen die ihre Briefe oder Ähnliches, sondern es geht um die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Und ich sehe, dass im digitalen Bereich die demokratischen Parteien in die Hinterhand kommen. Sicherlich auch, weil sie manchmal nicht besonders gute Politik machen, da bin ich selbstkritisch genug, aber auch, weil ihnen teilweise die Mittel fehlen, das zu tun, was man im digitalen Bereich tun muss. Und man spart da kein Geld ein, sondern es sind wirklich massive Investitionen, wenn man auf digitalen Plattformen überhaupt erstmal durchdringen will mit dem, was man den Bürgerinnen und Bürgern sagen will. Und an dieser Stelle müssen wir leider aufhören, weil wir im Hintergrund die Schelle schon gehört haben. Da wird der Gong in absehbarer Zeit wahrscheinlich folgen. Dietmar Nita, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier bei uns gewesen sind. Trotz der Sonderfraktionssitzung der SPD, die in diesen Minuten stattfinden wird. Ergebnisse werden wir sicherlich nachtragen. Auch Ihnen vielen Dank, Jan Korte. Die Diskussion, die wir hier angefangen haben und die hoffentlich eine Basis ist für unser Publikum, werden Sie jetzt drinnen fortsetzen. Da dürfen Sie jetzt auch fix rein. Vielen Dank. Sie müssen sogar, denn im Hintergrund haben wir nicht nur die Schelle gehört, sondern auch den Gong. Das bedeutet, dass der Bundestagspräsident auf dem Weg ist zu seinem Platz.